Dir wurde am Anfang deiner Karriere geraten, naja, sag das mal lieber nicht so öffentlich, denn dann werden dir keine heterosexuellen Rollen mehr angeboten. Mhm. Da denke ich mir, Wahnsinn, bei so einer liberalen Filmbranche kann das gar nicht sein. Mir wurde damals abgeraten, lange Zeit noch, und ich kenne jetzt noch KollegInnen, junge KollegInnen, die bei dem Manifest Act Out dabei waren, denen immer noch aktiv abgeraten wurde. Mhm. Das macht mich unfassbar wütend, weil das wirklich ganz, ganz schlimm ist. Weil das sind unsere MentorInnen, ja? Denen vertrauen wir hören auf die Personen. Ja. Und wenn die einem sagen, naja, in dieser Filmbranche, da wäre es nicht so gut, wenn du dich outest, dann ist das echt, echt krass. Es ist halt wirklich immer noch ein Thema. Es ist ein Thema, weil man sich als heterosexueller Mensch nicht outen muss. Man muss nicht einfach sagen, übrigens Mama, Papa, ich habe eine Freundin. Und damit wir irgendwann hoffentlich die kommenden Generationen sich eben gar nicht mehr outen müssen, liegt es meiner Meinung nach in unserer Verantwortung, dass wir das tun. Mhm. Und deswegen bin ich den Schritt auch gegangen.